Es ist der Moment, auf den viele Amerikaner gewartet haben. Die ersten Paletten mit dem Corona-Impfstoff verlassen die Herstellerfirma. Erst am Freitag hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA den Pfizer-BioNTech-Impfstoff per Notfallzulassung genehmigt. Lagermitarbeiter hatten daraufhin im Akkord die ersten Einheiten in Kisten mit Trockeneis verpackt. Sie müssen bei mindestens minus 70 Grad gelagert werden. Insgesamt gingen zunächst mehr als 3 Millionen Impfdosen auf die Reise. LKW brachten sie unter strengen Sicherheitsbestimmungen an Luftfrachtdrehkreuze in den USA, wie etwa in Nashville, Tennessee. I had the privilege years ago of flying F-18s in the United States Marine Corps and serving in the First Gulf War and a bunch of other things, but this is a different type of mission. We're literally at war against this global pandemic. And so to finally have a solution out here that's literally going to help people and save lives, it's just very humbling. Die an dem Rollout maßgeblich beteiligten Logistikunternehmen UPS und FedEx haben Erfahrung im Umgang mit empfindlichen medizinischen Produkten. So wird auch beim Corona-Impfstoff stetig die Temperatur der Pakete gemessen und der Transportweg verfolgt. Seit Beginn der Pandemie haben sich in den USA mehr als 16 Millionen Menschen mit Covid-19 infiziert. Fast 300.000 Menschen sind bislang gestorben. Pfizer und BioNTech hatten im vergangenen Monat als erste westliche Unternehmen vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht. Demnach bietet das Vakzin einen 95-prozentigen Schutz. In den USA sollen zunächst Mitarbeiter im Gesundheitswesen geimpft werden. Ab der kommenden Woche sollen dann auch Bewohner von Pflegeheimen den Impfstoff erhalten. Insgesamt hat sich die US-Regierung vertraglich rund 100 Millionen Impfdosen von Pfizer-BioNTech gesichert. Während die USA kurz vor Weihnachten zu impfen beginnt, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland noch gedulden. Hierzulande wird der Impfstoff voraussichtlich erst im Januar verfügbar sein.